Absada, Belagerung. Du darfst nicht atmen, du darfst nicht laufen, du darfst nicht trinken und nicht essen, du darfst nicht denken und du darfst nicht sprechen, du darfst dir die Zähne nicht putzen, die Haare nicht waschen, du darfst nicht lieben, aber auch nicht hassen, du darfst nicht kämpfen, du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht weinen, aber auch nicht lachen, du darfst nicht hoffen, aber du darfst auch nicht hoffnungslos sein. Du darfst nicht freundlich sein, aber auch nicht unfreundlich. Du darfst nicht hilfsbereit sein, aber du darfst auch keine Hilfe verweigern. Du darfst keine Pläne machen, aber du darfst auch nicht planlos sein. Du darfst tagsüber nicht auf die Straße, nachts aber auch nicht. Du darfst die Leute nicht ansprechen, aber du darfst sie auch nicht ignorieren. Du darfst nicht sitzen, aber auch nicht stehen. In einer belagerten Stadt gehört dir nichts. Alles, was du hast, kannst du jeden Moment verlieren. Aber genauso kannst du auch jeden Moment das verlieren, was du nicht hast. In einer belagerten Stadt ist nichts wichtiger als gutes Timing. Im richtigen Moment laufen oder stehen bleiben. Im richtigen Moment weinen oder lachen. Im richtigen Moment trinken oder essen. Am besten, wenn keiner in der Nähe ist, sonst kommt die unaufhaltbare Scham und das Schuldgefühl, das Essen nicht mit anderen teilen zu wollen. Das garantiere ich dir. In einer belagerten Stadt sind nicht nur die von außen gekommenen, deine offiziellen Peiniger, die dich zu dem machen, was du geworden bist. Es sind aber auch nicht nur die Mitleidenden, die dich zu dem gemacht haben, der du geworden bist. Es bist du. Du willst nicht mehr laufen. Du willst nicht mehr laufen. Du willst nicht mehr atmen und denken. Du willst keine Pläne mehr machen und anderen helfen. Du willst nicht mehr freundlich sein. Und du willst nicht mehr lieben und mit anderen teilen, was du denkst und was du isst. Du denkst, wofür das alles? Im nächsten Moment ist sowieso alles vorbei. Aber das Wichtigste, was du wissen musst, um in einer belagerten Stadt zu überleben, ist, du denkst, wofür das alles? Im nächsten Moment ist sowieso alles vorbei. Du denkst, wofür das alles? Im nächsten Moment ist sowieso alles vorbei. Aber das Wichtigste, was du wissen musst, um in einer belagerten Stadt zu überleben, ist, dass das Ende sehr, sehr lange auf sich warten lassen kann und dass man jeden Moment, auch wenn es tatsächlich der letzte ist, als Mensch leben sollte und den letzten Schritt, den letzten Atemzug, die letzten Tröpfchen Wasser und den letzten Hauch von Liebe mit den anderen teilen muss. Weil nur zu überleben reicht nicht. Das Sterben musst du auch noch schaffen.